von der Region für die Region. Die Faschingszeit ist vorbei. Die Fastenzeit hat begonnen. Bei Kufstein TV wird jedoch nicht gefastet und so haben wir wieder einige Ereignisse aus der Region für euch zusammengefasst. Hier ist die Programmübersicht für diese Woche. Die fünfte Jahreszeit. In Niederndorf wurde der Fasching wieder gebührend gefeiert. Die Mutter aller Künste. Mittelschüler Vincent taucht ein in die Welt der Architektur. Die Sehnsucht nach Geborgenheit. Regisseurin Millie Poblete präsentiert ihr neues Stück Ein spanisches Dorf. Die Baustelle ruft. Praktikant Theo packt bei der Firma Kern kräftig mit an. Der große Faschingsumzug in Niederndorf gehört Jahr für Jahr zu den Highlights in der närrischen Zeit. Auch heuer war wieder einiges geboten. Gleich nach der Werbung seht ihr die besten Bilder des bunten Treibens. Wir feiern gemeinsam 70 Jahre, das ganze Jahr. 70 Jahre, kauf meine bei Spar. Spar feiert 70 Jahre Jubiläum, das heißt gemeinsam sparen. Und das ganze Jahr. Spar feiert 70 Jahre Jubiläum und alle feiern 70 Jahre. Wir feiern gemeinsam 70 Jahre, gibt's schon Spar. 70 Jahre feiern das ganze Jahr. Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen. Surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von Kufnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Traditionell wurde der Fasching in Niederndorf mit einem großen Umzug gefeiert. Bereits 1956 fand dieser zum ersten Mal statt. Organisiert wurde das bunte Treiben vom Faschingsverein Niederndorf, welcher selbst mit zwei Wegen vertreten war. Nicht fehlen durfte natürlich das heurige Prinzenpaar mit Prinzessin Lea der Ersten von der Auweide und Prinz Stefan dem Zweiten von Hohengrenzing. Thank you.
24 verschiedene Gruppen von Vereinen aus der Region belebten den Umzug standesgemäß. Seinen Ausklang fand der spektakuläre Faschingsumzug mit einer Aftershow-Party bei den Eisschützen. Wir von Kufstein TV freuen uns schon aufs nächste Jahr. Nächste Woche auf Kufstein TV. Kufstein TV bei Porsche in Wörgl. Das Entwerfen, Gestalten und Konstruieren von Bauwerken fasziniert Menschen schon seit vielen Jahrhunderten. Nicht umsonst wird die Architektur oft als die Mutter aller Künste bezeichnet. Praktikant Vincent von der Mittelschule Kirchbichel wollte dieser Faszination auf den Grund gehen und bekam dafür die Chance bei Architekt Thomas Wiedmoser. Vincent aus der Mittelschule Kirchbichel schnupperte während eines Praktikums in den Beruf des Architekten. Jetzt freuen wir uns, dass wir in der Zeit, wo wir Gott sei Dank viel zu tun haben, den Vincent zur Unterstützung gekriegt haben. Wir haben letztes Jahr schon Praktikanten gehabt, auch in diesem Alter, was für uns wirklich immer ein Aha-Effekt ist. Ich kenne dieses Gefühl noch von mir selber, wo von vor 25 Jahren. Und wie ich mich damals gefreut habe, dass ich die Chance gekriegt habe, möchte ich das umgekehrt jetzt auch so weitergeben. Also der Vincent, der hat jetzt einen quasi Schnelldurchlauf durch alle Entwurfs- und handwerklichen Prozesse im Architekturbüro-Alltag. Also angefangen von der Handskizze am Anfang, dann haben wir aus dieser Handskizze ein physisches Modell gebaut. Jetzt arbeitet er diese Handskizze ins 3D-Programm ein und im besten Falle haben wir mit dem Ende vom Praktikum dann eine kleine Projektmappe mit Handskizze, mit Modell, mit digitalem Plan und wenn wir es schaffen, ein kleines 3D-Modell, das wir rendern können oder uns in der 3D-Brille anschauen können. Ich glaube, dann hat er in 3 Tagen das ganze Spektrum, mit dem wir so tagtäglich arbeiten, abgedeckt und hat ein bisschen ein Gefühl dafür gekriegt, was wir darin machen. Alle Projekte, die wir bearbeiten, haben gemeint, dass wir eigentlich mittlerweile fast ausschließlich in Holz bauen. Also Holz allein ist jetzt nicht ganz richtig, also wir sind Holz-Hybridbauten, Holz-Beton-Mischbauten, Dachgeschoss-Ausbauten bis Wohnanlagen und momentan haben wir auch das Glück, dass wir für Kommunen einige Sachen machen dürfen, also öffentliche Gebäude, quer durch die Bank alles. Unser Architekturbüro macht aus, dass wir sehr interdisziplinär arbeiten. Also wir sind eigentlich von der Planung bis in die Fertigstellung, bis zur Schlüsselübergabe mit dabei. Das ist etwas, was uns ganz wichtig ist. Am Ende des Tages hätte ich schon gerne, dass unsere Arbeit Relevanz hat. Also wir würden uns da nicht irgendwo im Kleinen verstecken, sondern ich hätte schon gerne, dass wir im besten Falle auch präsent sind und aktiv die Umwelt mitgestalten können. Nacht der Kunst. Am Donnerstag, den 22. Februar um 19 Uhr. Live und exklusiv auf Kufstein TV. Schalte ein, wenn die Festungsstadt ihre Kunst- und Kulturszene im feierlichen Rahmen würdigt und die besten Werke in den Bereichen Musik und Theater prämiert. Die Nacht der Kunst. Nur auf Kufstein TV. Wie der schmale, jedoch auch feine Grat des Damenspitzels, so bewegen sich auch Lydia Brenner Kaspers Pointen gerne auf diesem schmalen Grat zwischen Lachen und Erröten. Die wunderlichen Kulturtage 2024 werden mit einem kabarettistischen Highlight eröffnet. Am Samstag, den 24. Februar ab 20 Uhr im Kulturquartier Kufstein.
und die kulinarischen Glanzlichter setzt bereits ab 18.30 Uhr die wunderliche Gastronomie. Kurz vor den Playoffs liegt das Ziel der Towers auf der Hand. Ein Heimerfolg gegen Mattersburg. Zum Abschluss des Grunddurchgangs am 24. Februar warten in der Kufstein Arena einige Attraktionen auf die Besucher. Neben dem stimmungsvollen Rahmenprogramm und einem Gewinnspiel gibt es an diesem Tag 50% auf das Merchandise der Festungsstädter. In diesem Sinne, let's go Towers! Im nächsten Teil der Art of Solo-Reihe gastieren zwei extravagante Künstlerinnen in der Kulturfabrik Kufstein. Alicia Edelweiss ist eine österreichisch-britische Singer-Songwriterin, die verschiedenste Instrumente beherrscht. Komplettiert wird das Line-up durch Izzy Riff, die seit fast 10 Jahren solo und in Bands aktiv ist. Der Verein Klangfarben freut sich mit euch auf einen Konzertabend der Extraklasse. Kein leichtes Mädchen, ein käuflicher Liederabend mit Elisabeth Dereau. Aus beinahe 100 Interviews mit Menschen beiderlei Geschlechtes, die in der Sexarbeit tätig sind, entstand ein Monolog durchwoben mit Kunstliedern. Ein Abend der anderen Art. Am 2. März auf der Kufsteiner Festung. Du suchst nach einer sinnvollen und spannenden Herausforderung in den Sommerferien? Werde Buddy an der Sommerschule Langkampfen. Informationen unter www.myms.at. Wir sind die Sommerschule Buddies! Die aus Chile stammende Künstlerin Milly Poblete gehört zu den kreativen Köpfen vom Stadttheater Kufstein. Mit El Dante feierte sie 2021 ihr hochgelobtes Regiedebüt. 3 Jahre später folgt Millys zweiter Streich. Und abermals handelt es sich um ein selbst konzipiertes Stück. Fremde? Fremde! Ich flüchte. Und komme zuerst mit dem Koffer und brauche ein bisschen, bis ich mich dann da orientiere. Und auf einmal bist du da und du hast einen Koffer in der Hand. Und das ist alles, was du von deinem ganzen Leben mitnehmen kannst. Und wer sind diese Fremden? Ich bin Pablo Cienfuegos und das ist meine Frau Sarah. Wir kommen aus der Stadt und haben für 1-2 Tage um Asyl gebeten. Wenn wir wieder bei Kräften sind, wollen wir auch wieder abreisen. Wir werden keine Umstände bereiten. Ihr seid niemandem eine Erklärung schuldig. Habe ich euch nicht gesagt, dass in diesem Dorf niemand das Sagen hat? Und du? Wer denkst du, dass du bist, dass du hierher kommst und unsere Gäste erschreckst? Du hättest es mir sagen müssen. Du hättest mich rufen müssen. Wie lange haben wir schon keine Fremden mehr gesehen? Ich habe von den Männern total die Nase voll. Und so wie es mir immer mal wieder passiert, ist da jemand in dem Dorf, der sich ziemlich schnell in mich verguckt. Und das kommt mir erst entgegen und dann aber gar nicht. Also wenn ich aufwache und begreife, dass die Männer ja eigentlich in meinem Leben nichts mehr zu suchen haben. O partigiano, portami via. Che mi sento di morire. Warum ignorierst du mich? Ich möchte, dass wir reden. Ich möchte, dass wir reden. Worüber sollten wir reden? Ich will meine Ruhe haben. Wenn du mich liebst, kann ich euch verstecken jahrelang, wenn du das willst. Ich kannte die Rolle noch nicht, als ich zugesagt habe. Ich habe mir nur gedacht, ja, das wird jetzt spannend. Und es war ein sehr spannender Prozess, weil... Ja, also es ist ein Stück, das sicher nicht konventionell entstanden ist, würde ich jetzt einmal sagen. Es ist natürlich ganz was Besonderes, wenn du ein Stück komplett neu geschrieben ist, wo es keinen Vergleich hast. Du kannst nicht sagen, jetzt schau, das habe ich da gesehen oder die haben das so gelegt und das mache ich anders. Es ist wirklich gewachsen, die Stücke. Das hat jeder seine Ideen mit eingebracht, sei es in die Rollen, in das Tempo, in das auch ein bisschen am Text, am Bühnenbild und so weiter. Und das hat echt viel Spaß gemacht. Mhm. Und die Milli hat es wirklich verstanden, dass sie gesagt hat, sie hat das sogar gefordert, dass die Leute mitarbeiten und sagen, du, was kann man da machen und wie kann man das machen.
Wir hoffen, dass ihr treue Diener Gottes seid. Ja, jeden Tag in die Messe. Nun, hier feiern wir die Heilige Messe nur sonntags. Unter der Woche widme ich mich meinen geistlichen Aufgaben. Liebe meine Schwestern, und ich liebe es, mit ihnen zu spielen. Wir drei sind ein Team. Ja, und wir sind glücklich, dass Millie uns gefragt hat und dass wir hier dabei sein dürfen bei ihrem Herzensprojekt. Ich hasse immer noch den Unbekannten. Feind ohne Gesicht. Blind eröffnetest du das Feuer. Mein Geliebter fiel, du Ungeheuer. Er war großäugig. Ein scharfer Geist, doch er nützte dir in diesem Leben nicht. Die Worte sind bedeutungslos im Angesicht des Grauens. Was wird uns der morgige Tag bringen? Er bringt uns Stille. Er bringt Vergessen. Mir hat es auch oft nochmal berührt und zum Nachdenken gebracht und auch in dem Bewusstsein, wie gut es uns da hier geht. Ja? Wir stehen momentan, glaube ich, in einer Zeit, wo es jederzeit wieder möglich ist, dass wir so eine Situation wieder haben. Und das bringt einem schon ziemlich zum Nachdenken. Und man wünscht sich natürlich und man hofft, dass das nicht so wird. Nächste Woche auf Kufstein TV. Nachdem es vorhin um die Gestaltung von Bauwerken ging, widmen wir uns nun der Praxis. Theo von der Mittelschule Kirchbichel setzte den gelben Helm auf und unterstützte die Arbeiter des Bauunternehmens Kern bei einem Großprojekt. Im Anschluss an die Werbung heißt's Ärmel hoch und anpacken. Wir feiern gemeinsam 70 Jahre, das ganze Jahr. 70 Jahre Kaufmeile bei Spar. Spar feiert 70 Jahre Jubiläum, das heißt gemeinsam sparen. Und das ganze Jahr. Spar feiert 70 Jahre Jubiläum. Und alle feiern 70 Jahre. Wir feiern gemeinsam 70 Jahre. Gibt's schon Spar. 70 Jahre feiern das ganze Jahr. Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Auf der Großbaustelle im Bruckhäusl konnte das Bauunternehmen Kern Unterstützung gebrauchen. Und diese bekam sie von Praktikant Theo. Hallo, ich bin der Theo. Ich bin heute da auf dem Bau von der Baufirma Kern und ich bin da der Helfer heute. Also heute haben wir einen Lift gemacht. Also da wir Köpfen bei den Schalungen machen, beim Einölen.
Ja, werden halt die ganzen Schrauben gebracht und zum Befestigen halt alles gemacht. Der engagierte Mittelschüler hinterließ bei den Arbeitern einen hervorragenden Eindruck. Also ich habe nur das Beste vom Praktikanten gehört. Also die Poliere auf der Baustelle sind sehr zufrieden mit ihm, er ist sehr fleißig. Ja, der Praktikant hat sich super gemacht. Ja. Sehr zufrieden, sehr einsatzbereit. Also wir haben jährlich sicher 2-3 Schnupperpraktikanten. Wir machen das immer sehr gerne, weil die immer einen guten Eindruck kriegen, wie vielleicht ihr zukünftiger Beruf dann sein kann, und sind immer sehr offen für solche Bewerbungen. Ja. Theo bewies seine Geschicklichkeit und fand Gefallen an seinem Arbeitsplatz. Also Spaß machen hat mir auch die ganzen Schalungen machen. Und so vom Anschauen her, also das Betonieren, da wir leider nicht helfen dürfen, aber das Betonieren hat schon ganz gut ausgeschaut. Ja, also sind alle nett, sie helfen mir auch, wenn ich was nicht weiß. Und ja, die sind einfach alle super. Und wir sind aber froh, wenn wir junge, motivierte Männer haben. Dass wir eigentlich immer so einen guten Zusammenhalt haben, und auch für die Zukunft können wir immer sehr positiv sein. Liebe Zuseher, das war's mit Kufstein TV. Nächste Woche begrüßt euch mein Kollege Georg von der Firma Porsche in Wörgl. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.